Entschuldige, Andreas, dass wir dich jetzt beim Indy 500 nochmal stören, aber der Block muss gemacht werden. Mag was sein, muss, muss sein, aber ich schaue am Anfang trotzdem mal ganz kurz auf unseren Monitor. Herzlich willkommen, liebe Motorsportfans, hier bei Nachspielzeit.rocks. Ich bin Andreas Richter und wir analysieren heute für euch den Formel 1 Grand Prix von Monaco. Und ich schaue hier live gerade im Fernsehen das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis, 102. Ausgabe. Mein persönliches Lieblingsrennen auf der ganzen Welt. Obwohl ich Formel 1-Fan bin seit Geburt, bin ich auch IndyCar-Fan und Fan des Indy 500 schon immer. Und das Rennen läuft heute gerade. Und der besondere Clou aus meiner Sicht, Danica Patrick, die US-Amerikanerin, fährt ihr letztes Karriererennen. Und aus meiner Sicht, ich wünsche es ihr wirklich, gewinnt sie das heute in Indianapolis, dann wäre sie die erste Frau, der das dort gelingt. Sie hat die Startnummer 13 in der Formel 1 übrigens völlig unüblich. Es gab in den 70ern mal einen Mexikaner, der bei einem Rennen die 13 getragen hat. Sonst gibt es das im Grand Prix-Sport gar nicht. Aber ich schalte jetzt gleich mal den Fernseher ab. Das Rennen ist spannend. Vielleicht gewinnt ja sogar der Vorjahresmeister Simon Pagenaud, ein Franzose. Dann freut sich auch Fürst Albert und seine Frau Charline. Die sind beiden sind ja in Monaco Gastgeber der Formel 1 heute gewesen. Und damit sind wir beim Formel 1 großen Preis von Monaco. Tolles Rennen. Mein zweites Lieblingsrennen auf diesem Planeten neben den 500 Meilen von Indianapolis. Kurz das Indy 500 gesagt. Ja, und die Formel 1? Die hatte heute leider kein dramatisches Rennen zu bieten. Die ersten sechs Fahrer in der Startaufstellung waren die ersten sechs in exakt dieser Reihenfolge auch im Ziel. Angefangen bei Danny Ricciardo, herzlichen Glückwunsch nach Australien, für dessen siebten Karrieresieg in der Formel 1, bis zu Esteban Ocon, dem Franzosen im Team von Force India auf Rang 6. Deutliche Verbesserung um drei Plätze gegenüber dem Start ist Nico Hülkenberg gelungen, dem Emmericher in Diensten von Renault. Er fuhr von der 11. Startposition auf die 8. im Ziel und hinter ihm für mich der Mann des Tages, Max Verstappen, der Niederländer. Er wurde 9. Das ist zwar nicht die Region in der Ergebnisliste, die er sich so für sich vorstellt, aber er musste nach einem heftigen Unfall im dritten freien Training als letzter starten, denn sein Wagen war so schwer beschädigt, dass die Mechaniker es nicht mehr schaffen konnten, ihn fertig zu machen und ihn am Qualifikationstraining an den Start zu lassen. Deshalb also letzter Startplatz für Max Verstappen. Am Ende in den Punkten, Hut ab. Tolle Leistung. Andreas, eine Frage noch zu Max Verstappen. Die Sache, dass er jetzt im sechsten Rennen oder am sechsten Wochenende in Folge eigentlich zum sechsten Mal in Crash verwickelt war, ist das bei ihm auch langsam sowas wie eine mentale Sache? Kann ich mir gut vorstellen. Niki Lauda hat da eine gute Bemerkung gemacht vor einigen Wochen. Er hat gesagt, dass er so langsam mal schaffen muss zu sehen, dass er sein Talent in Geschwindigkeit ummünzt und nicht in so viel Energie, die zu Unfällen führt, so sinngemäß hat es Niki Lauda formuliert. Und das sage ich auch. Er ist jetzt an einen Punkt angelangt, wo er schon viele Erfolge hatte für sein junges Alter, aber halt auch viele Unfälle, viel Kritik, berechtigte Kritik hat einstecken müssen. Und er muss sehen, dass das jetzt kein Dauerzustand wird. Insofern ein klares Ja zu deiner Frage, Marc. Das Rennen in Monaco war ein Highlight, natürlich, auch wenn es spannungsarm war. Aber es war toll anzusehen, es war trocken, es war blauer Himmel, es war die Côte d'Azur, es ist Monte Carlo. Das ist natürlich immer ein Hingucker schon aufgrund der Situation, dass es ein Stadtrennen ist und ein sehr, sehr enges. Die Strecke hat ja nur 3,337 Kilometer Länge. Das ist ganz, ganz kurz. Wenn wir es mal mit Spa zum Beispiel vergleichen, das ist ja weniger als die Hälfte der Streckenlänge dort. Aber Monaco ist Monaco, das hat seinen Reiz, auch wenn, das gebe ich trotzdem ich Fan davon bin und von der Formel 1 gerne zu, es ist gerade in Sachen Sicherheit ein Anachronismus. Aber positiv zu sehen, der schwere Unfall heute von Charles Leclerc, dem Mann bei seinem Heimrennen ausgerechnet, der ist ja gebürtiger Monegasse, Bremsversagen ausgangs des Tunnels bei gut 300 Stundenkilometer mit Pierre Gasly kollidiert und in der Schikane ins Aus gerutscht, hat sich nicht verletzt. Und in dieser Schikane ist 1994 fast der Österreicher Wendlinger, Karl Wendlinger, tödlich verunglückt. Er war schwer verletzt. Er konnte im weiteren Verlauf der Saison damals nicht mehr fahren, kam nochmal zurück, hat aber nie mehr an das alte Niveau anknüpfen können. Insofern hat Charles Leclerc noch indirekt von diesem schweren Unfall 1994 profitiert, denn die Schikane wurde damals umgebaut und die wesentlichen Umbaumerkmale sind bis heute erhalten. Also ein Hoch auf die Sicherheitstechnik in der Formel 1, die hat heute auch dem jungen Monegassen sehr geholfen. Eine andere Frage, die sich aufdrängt, ist immer, was man auch dann hört, wenn es nach Monaco geht, dass der Lenkrad-Wendekreis-Einschlag der Modelle verändert wird. Mhm. Das kennt man ja jetzt als Otto-Normalverbraucher nicht, egal welche Marke ich bevorzuge. Mein Auto hat immer den gleichen Lenkeinschlag. Korrekt, ja. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Also das ist auch eine Besonderheit, das ist die Bahnhofskurve, sage ich aus traditionellen Gründen bis heute. Sie hieß viele Jahre Löwskurve und sie heißt heute Fairmont-Kurve. Warum? Dort ist ein Hotel der amerikanischen Hotelkette Fairmont in dieser Kurve, deswegen danach die Kurve benannt. Vorher war es ein Hotel der Löwskette, aber ganz früher stand dort tatsächlich, ganz früher meine ich bis in die späten 70er Jahre, stand dort der Bahnhof von Monte Carlo. Ich bin da selbst Ende der 70er Jahre hingefahren mit dem Zug. Und später wurde der Bahnhof tatsächlich versetzt innerhalb der Stadt Monte Carlo. Aber die Kurve hieß entsprechend damals Bahnhofskurve. Und diese Kurve ist die engste Kurve in der gesamten Formel-1-Saison, schon immer. Und der Radius dieser Kurve, der ist so eng, dass tatsächlich die Ingenieure nur für dieses eine Rennwochenende die Lenkeinschläge der Formel-1-Autos umbauen müssen. Denn mit dem Übergreifen der Fahrer, wie es ausreicht in allen anderen Kurven, auf allen anderen Strecken, in allen anderen Ländern, ist es da nicht getan. Sie würden es nicht schaffen, um die Kurve herumzufahren. Deshalb dieser kleine Kniff, damit die Bahnhofskurve respektive Löws- oder Fairmont-Kurve auch durchfahren werden kann. Zum Abschluss noch eine Frage zum Fürstenpaar. Mhm. Die sind ja beide Olympioniken. Genau. Oder ehemalige Olympioniken, um es besser zu sagen. Heute hat man dann zum Beispiel bei der Siegerehrung gesehen, wie Sebastian Vettel etwas hemmungslos dann mit dem Shampoos um sich herum gespritzt hat. Man hat dann auch gesehen, dass Daniel Ricciardo sich den Schui getraut hat. Merkt man diesen Einfluss ein bisschen? Ich meine, du hast beide ja auch mal persönlich kennengelernt. Ja. Mhm. Merkt man diesen Einfluss, dass sie nicht nur Fürsten und Fürstin sind, sondern dass man sagt, sie wissen, worum es den Sportlern nach so einem Rennen auch geht? Definitiv ja. Also so nehme ich sie im Fernsehen selbst als Zuschauer wahr, als Kommentator, der ich ja viele Jahre im Fernsehen war für unterschiedliche Sender. Aber so habe ich sie auch persönlich wahrgenommen. Ich war öfter bei Olympischen Spielen Moderator im Deutschen Haus und habe sie dort zum Beispiel 2012 bei den Sommerspielen in London persönlich kennengelernt. Charlene war ja ehemalige Schwimmerin, ist eng befreundet mit Franziska van Almsick, der deutschen ehemaligen Spitzenschwimmerin. Und Albert war lange Jahre Teilnehmer bei den Olympischen Winterspielen als Bobfahrer. Und sie verbinden für mich so, um auf deine Frage einzugehen, Marc, sie verbinden für mich in ihrer Rolle als Gastgeber der Formel 1 in Monaco die Verbindung zwischen Etikette, zwischen Klassik und eben Moderne und Sportler-Dasein. Deswegen, die Etikette war heute auch in Monaco, bei der Siegerehrung konnte man das sehen, wie du beschrieben hast, natürlich gegeben, aber sie war lockerer als zu Zeiten von Fürst Renier, dem Vater von Albert. Da war alles ein bisschen steifer und förmlicher, aber das finde ich auch in Ordnung so. Insofern ja, ein klares Ja zu deiner Frage. Die beiden bringen da einen Schuss mehr Sport- und Sportlerbezogenheit hinein. Aber was ich auch interessant finde, was die historische Bedeutung des Rennens angeht, vielleicht ist euch aufgefallen, es waren heute relativ viele Plakate eingeblendet entlang der Strecke. Da stand dick und fett drauf, 76. Grand Prix von Monaco. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ins Grübeln gekommen, denn wir haben ja erst die 69. Formel-1-Saison. Heißt im Umkehrschluss, der Grand Prix von Monaco ist wesentlich älter als die Formel-1-Weltmeisterschaft. Was will ich damit sagen? Es ist eins der klassischsten Rennen aller Zeiten auf der Welt, älter als die Formel-1-Weltmeisterschaft selbst. Deswegen glaube ich auch bei weiteren Veränderungen, ob positiv oder negativ, die der neue Formel-1-Inhaber Liberty durchführen wird, um die Formel-1-Weltmeisterschaft attraktiver zu machen. Monaco wird, auch wenn es in gewisser Weise ein Anachronismus ist, weiterhin fester und sehr attraktiver Bestandteil der Formel 1 bleiben. Das sage ich nicht aus reinem Wunschdenken heraus, sondern aus echter Überzeugung. Gut, dann wollen wir dich jetzt auch nicht mehr bei den Indy 500 stören. Oh ja, Marc, da schalte ich gleich wieder ein und guck mal, was Danica Patrick macht. Ich sage danke an euch. Wir sehen und hören uns wieder zum Großen Preis von Kanada in Montreal. Findet der statt am 10. Juni. Dann geht es also nach Nordamerika. Bis dahin wünschen wir euch von nachspielzeit.rocks, von automobil.tv und von andreasrichter.tv alles Gute und eine schöne Sommerzeit. Tschüss, sagt euer Andreas Richter. Danica ist weiter gut im Rennen.